Ich dann fahre ich immer irgendwo gegen und gehe kaputt. Ich habe hier eine interessante Statue. Du hast wohl Beute bei den Molukken gemacht, was? Was gibst du mir dafür? Schwer zu sagen. Mach mal ein Angebot. Vielleicht brauche ich die auch. Noch ein Fleischpaket. Das ist die große Frage. Weil ich ja jetzt das eine eigentlich nicht mehr brauche. Ich will ein Fleischpaket und 100 Goldstücke. Ja, ich will auch so manches, aber ich kriege es nicht. Du willst zu viel. Also gut, als Zeichen meines guten Willens biete ich dir 50 Goldstücke und ein Fleischpaket. Gut, dann gib mir das Paket und 50 Goldstücke. Einverstanden. Wenn du wieder mal was brauchst, komm ruhig wieder. Jetzt habe ich sie abgegeben. Hätte ich es noch vermeiden können. Vielleicht hätte ich sie woanders gebrauchen können. Aber ich denke mal, es ist nicht so gravierend. Wir haben ja auch andere Idole, Statuen. Bisher. Also war ja nicht irgendwie, dass man es nicht hätte abgeben können oder sowas. Wenn man es noch gebraucht hätte. Wäre schon doof, wenn man es abgeben kann und man braucht es eigentlich noch. Für die Hauptquest definitiv nicht. Sonst hätte man es nicht abgeben können oder müsste es hinterher wieder holen. Aber für eine Nebenquest wäre halt auch blöd, wenn da irgendwie so ein Tempel ist, wo die dann drauf muss, um dann weiterzukommen. Und wir kommen da nicht mehr dran, wäre natürlich auch irgendwie doof. Aber solche Fehlerentscheidungen könnten natürlich auch sein. Das würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließen. Hier ist dein Fleischpaket. Alles klar. Danke, Mann. Da läuft mir ja jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Rippchen, Würste und Steaks. Hier, ich wieg dir das Fleisch mit Gold auf. Ja, cool. Rippchen und Steaks. Hat sogar 250 Gold gemacht. Hat sich gelohnt, den Weg für ihn zu gehen. Und vor allem die Ruhmpunkte aber. So. Auch wieder ein Jaguar. Ah, der Schuss hat gesessen. Mann, was ist denn das? Das Vieh. Ah, so ein Dürre-Dingen-Vieh. Ich habe das Gefühl, ich bin doch falsch gegangen. Wobei, dort nie ist. Ah. Quest-Volk. Shamui-Idol gefunden. Das ist doch die Steinbrücke, ne? Das ist, die ist wahrscheinlich gemeint. Gucken wir mal. Oh, das ist so ein. Ich glaube, das ist so ein. So ein Minecrawler-Verschnitt quasi. Den hätten wir schon mal Das sind diese Termiten. Dann wäre das kein Problem. Ja, Termite. Die schaffen wir. Aber auch nicht mal schießen. Da brauche ich nicht mal schießen, können wir die Rufpunkte einsacken.
können gucken, was es hier sonst noch zu holen gibt. So. Lass mich doch mal an den da wenigstens ran. Alter. Alter. Die Mann ist auch ein bisschen krass stark. Benutzbares Proviant. Ich brauch Proviant. Ich muss mich heilen. Die hat ihm ordentlich Schaden gemacht. Und ich habe nicht so viel Schaden auf die gemacht. Weil ich ganz nicht an die rangekommen bin. Und die eine diesen grünen Schleimkram da auf mich gespuckt hat. Das war nicht fair. Nicht nett. Ja, jetzt müssen wir warten. Kann noch mal gucken, ihr Charakter, weil so ist das Warten. Geht ja nicht weiter. Streichen. Fähigkeiten können erst ab einem gewissen. So. Haben jetzt 8500 Ruhm. Heißt, wir könnten jetzt locker das hier auf 4 bringen. Machen wir mal. Dass wir ein bisschen wissen, mit wovon Feuerwaffen sind. Ne, Attribut, Feuerwaffe steigert den Grundwert der Muskete, Pistole, Feuerwaffenfähigkeiten. Brauchen wir das dann auch. So, viele Härtefähigkeiten können erst so. Härte streicht Grundwert der Talent klingenfest, kugelsicher. Machen wir das auch mal noch. Ein bisschen mehr aushalten. Klingenfest 44 jetzt. Basiswert 15. Und dann halt die 15 dazu sind 30. 42, 44, ja. So, Hiebwaffen sind vorbei. 30. Also mein Basiswert 20. Und dann halt plus das bisschen Säbel. Boah, ich dachte schon gerade, ich höre die gerade kommen. Dann halten wir gegen die ein bisschen aus und treffen auch, denke ich mal, eher mit der Pistole. Aber muss ich das Gold dann auch investieren in die erlernbaren Sachen, wie besser schießen, besser heben, so Schlag und sowas. Ja, auch so ein bisschen Gold, aber es ist halt immer so wertvoll. Gold ist immer so wertvoll. Aber die wollen ja auch mal direkt so viel haben dann dafür. So, unverschämt halt teuer. Unverschämt teuer. Auch wenn man hier so viel bekommt. Also beim Gothic, da mit den Erzen. Da gab es ja diesen Schmiedetrick. Kriegt das man immer für jedes geschmiedete Schwert. Kriegt man 10 Gewinn. Alter, da. So. Ah. Ja, warum, das ist wieder typisch Piranha Bytes. Du greifst immer den an, der am meisten Schaden hat. Der Fernkämpfer haut dich einfach von hinten weg. So, zumindest schon mal einen Krieger weniger. Ah ja, scheiße, hier. Schuss auch noch daneben. Boah, lauf weg, Faust.
Zwei Krieger schon mal weniger. So. Moment. Da war ja noch einer. Ich habe doch zwei Krieger gekillt. Das waren doch eigentlich nur drei. Also doof, ne? Dann stehst du hier und wartest wie ein Blöden. Aber ich muss mich ja heilen. Solange ich weglaufen kann, ist es halt irgendwie doof zu sagen, ich nehme jetzt sowas wie einen Heiltrank oder so. Weil den kann man dann eher für schwierigere Gegner, wo man auch nicht weglaufen kann oder so, nutzen. So. Ja, warten. Bis wir voll geil sind. Ne, nicht hier. Speichern will ich. Um mir das Gewarte zu ersparen. Falls ich drauf gehe. So, Alchemie hätte ich jetzt weniger Sorgen, aber da war ja noch eine. So, das ist eine normale Termite. Ich hatte zwei Krieger erwischt. Das ist das, was ich meine. Ja. Und jetzt schieße ich natürlich. Mach ich kaputt hier. Ah, ja, geht doch. Ah, die Kiste ist bestimmt abgeschlossen. So. Ja, war klar, dass die verschlossen ist. Also wir müssen immer noch mal hier hinkommen. Wenn man dann endlich das Tor öffnen gelernt hat. Das ist das Nervige, wenn man das noch nicht kann. Entschuldigung. Oh, was ist denn das hier? Das ist aber eine neblige Angelegenheit. Und da hinten scheint ein größerer Gegner zu sein. Mal versuchen, ob ich ihn alleine schaffe. Sieht ja eigentlich schon erstmal ganz gut aus. Dann komme ich auch mit der Stein-Ding jetzt gut klar. Oh. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich glaube, die zwei. Die Frage, ist das jetzt so groß anders als auf der Insel? Weil da wäre ich ja jetzt besser. Und ich habe sie ja geschafft. Friedhof gefunden. Naja, zumindest der Schuss hat schon mal gut gesessen. Dumm ist, ich komme an den einfach gar nicht ran, weil der andere Speer-Mistkerl mich einfach abwirft. Ja, das ist echt fies, ne? Einer steht im Hintergrund, wirft dich ab. Also es war klar, dass ich das nicht jetzt schaffe. Und du kommst einfach an den nicht ran. Ist einfach keinen Schaden gemacht. Ich denke mal, wir lassen mal. Und gehen später nochmal hier hin. Wenn wir stärker sind.
Oder vielleicht einfach auch ein Crewmitglied dabei haben. Muss ja eh nochmal hier hin wegen der Kiste da, der Truhe. Weil das ist ja eine schwierigere Tour, so wie es aussieht. Also wird es ja lohnendere Beute wahrscheinlich geben. Was ist eigentlich jetzt hier? Kann ich das eigentlich hier belegen? Habe ich ja diese Waffe hier. Ich weiß ja gar nicht, wofür ich das eigentlich bräuchte. Ein bisschen was zu verkaufen hier. Dieses Auswahlrad. Hab ja schließlich dann da alles da so. Egal. Machen wir jetzt mal den hier platt. Den Dunkeldürrer. Der schießt doch mal. Mann. So, jetzt ist der Weg und dann sollte man aber direkt links bleiben. So quasi hier lang, denke ich mal. Da wir da lang sollen, gucken wir natürlich erstmal, was es hier sonst so gibt. Noch eine Truhe. Jetzt nicht. Hä? Nicht, während du angegriffen wirst? Alter! Ich kann einfach so ein Feuervogel von hinten, von dem ich nicht was gemerkt habe. Mach den scheiß Feuervogel kaputt. Alter! Hau den Vogel kaputt. Kann ja nicht sein hier. Kork und Fackel und Gold. Das kann man nicht mitnehmen. Okay. Ein Frosch. Immer schön umgucken. Da könnte ich wieder ein Bett gebrauchen. Ein bisschen angeschlagen. Ist auch interessant hier, ne? Kann man definitiv raufhüpfen. Gucken, wo man da hinkommt. Bin ja neugierig. Das muss man auch bei diesen Spielen. Neugierig sein. Oder Höhle. Nur ein Vorsprung, keine richtige Höhle. Ein Erzader, ich habe noch keine Spitzhacke. Ja, ein Jaguar. Den lassen wir jetzt erstmal. Haben wir hier. Gar nichts. Doch, eine Pflänzchen. Und ein bisschen Ausblick. Schweine, ein Fluss.